Die DHV-News vom 3. Dezember 2021. Die lebenden Toten, CDU immer noch gefährlich. Böse, komplett wirre Taliban-Story. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Irgendwie ist das doch eine recht darke Ausgabe geworden diesmal mit dem Recherchieren Richtung Einspielen hier. Ja, ich wusste das nicht. Ich habe noch meine bunten Sachen wieder an. Aber ihr habt noch die Chance, jetzt mal eben auf Pause zu drücken, eure darken Klamotten anzuziehen, vielleicht eure Halloween-Kostüme, dann wiederkommen und dann die darken News genießen. So, seid ihr wieder da? Wunderbar. Kann's also weitergehen. Die DHV-Spendenaktion. Das erste Thema ist natürlich nicht so darkig. Ja, ich fange mal fröhlich an, damit das hier nicht zu hart wird. Viele von euch haben es schon mitgekriegt. Wir haben ein extra Video dazu gemacht zum Start der Spendenkampagne. Die meisten kennen das auch, die uns länger als ein Jahr verfolgen. 1. Dezember bis 15. Januar ist unsere Spendensaison, wie bei allen anderen NGOs auch mehr oder weniger. Und in der Zeit nerven wir euch die ganze Zeit mit Spendenaufrufen, ja, rege ich euch nicht zu sehr drüber auf, ja, das ist dann auch irgendwann wieder vorbei, aber müssen wir machen, ja, ist wichtig für unsere Arbeit. Und der Start war super. Am ersten Tag hatten wir gleich 419 Leute, die sich beteiligt haben und 7.968 Euro zusammengetragen haben. Super Ergebnis für den ersten Tag. Ihr jetzt in eurer Realität, wenn ihr das Video guckt, habt ihr schon 2 Tage im Spendenbarometer. Das ist wieder auf unserer Homepage freigeschaltet. Mit einem riesigen Spendenziel, diesmal allerdings 150.000 Euro fast, letztes Jahr von über 4.000 Leuten zusammengetragen worden. Wir haben ja immer als Ziel das Ergebnis des Vorjahres. Und ja, das ist schon sehr ambitioniert, was ihr da letztes Jahr hingelegt habt. Bin gespannt, ja. Vielleicht wird es noch besser. Die Community wird ja immer größer, ja. Kann ja sein. Also haut rein. Manche wollen einfach nur Danke sagen auch. Macht ihr hier in den Kommentarspalten ja auch sehr häufig, sage ich mal, ja, schön, freut sich das ganze DHV-Team. Das kann ich aber auch zurückgeben. Ja. Ohne Spender und Mitglieder wären wir alle nicht hier, würde es den DHV gar nicht geben, würde es auch keine DHV-News geben. Irgendwie muss ja auch alles finanziert werden. Bis zu dem Punkt, jahrzehntelange Arbeit zum Teil, aber eben auch sehr engagiertes Team hier beim Handverband mit etlichen Leuten, die da mitmachen. Und das kostet Geld. Insofern, wer jetzt eigentlich gar nicht mehr weiter hören will, was wir sonst so machen mit dem Geld nächstes Jahr und so weiter, ja, ja, spendet halt mal was, werft mal was in den Topf, am besten Mitglied werden und viele Fördermitglieder tun auch trotzdem zusätzlich nochmal eine Spende rein, damit wir eben so stark werden wie möglich. Aber wir haben auch was Spezielles vor damit. Wie immer finanzieren wir das Projekt des folgenden Jahres damit, unsere Großbaustelle sozusagen, immer was anderes. Zum Beispiel die HauCap-Studie. Was kostet die Cannabis-Prohibition in Deutschland? Wie viele Steuern wären möglich? Wie viele Repressionskosten haben wir? Ihr kennt es vermutlich. Das ist die einzige Untersuchung, die es zu dem Thema gibt in Deutschland. Insofern wird es auch häufig zitiert. Und hatte jetzt auch nochmal einen Nachklapp. Die eigentliche Aktion war 2018. Und jetzt mitten in die Koalitionsverhandlungen rein hat Professor HauCap nochmal ein Update geliefert davon. Neue Zahlen, höhere Zahlen, noch mehr Benefit für den Staat. Mitten in die Koalitionsverhandlungen. Super Aktion. Die Sachen wirken dann auch noch nach. Oder die Richtervorlage, die immer noch da ist, immer noch wirkt. Verfassungsgericht hat es vorliegen. Sie haben sich noch nicht entschieden, was sie damit anfangen, sozusagen. Aber es kann auch bald passieren. Ja? Bald ist 2 Jahre her, dass das eingebracht worden ist. Oder letztes Jahr die PR-Aktion Mehrheit 2020, wo wir mit dem Extraportal cannabisfakten.de nochmal richtig auch Richtung konservative Kritiker der Legalisierung was angeboten hingelegt haben, die Argumente nochmal aufbereitet haben. Und gut, ein paar Monate Verspätung hatten wir bis diesen Herbst, aber zum ersten Mal tatsächlich hat Infratestimab für uns eine Mehrheit für die Legalisierung gefunden. Zwar knappe, einfache Mehrheit, habt ihr ja mitgekriegt. Aber immerhin, ja, auch das scheint irgendwie ein bisschen gewirkt zu haben. Und was wir für nächstes Jahr vorhaben, ist dann wohl auch klar, weil das Ergebnis für dieses Jahr ja auch super war. Letztes Jahr habt ihr gespendet, damit wir den Bundestagswahlkampf begleiten. Erstmal ging es darum, Cannabis zum Wahlkampfthema zu machen. Und dann ging es darum, Cannabis zum Verhandlungsthema in den Koalitionsverhandlungen zu machen.
Und Ergebnis bombastisch. Cannabis-Legalisierung steht im Koalitionsvertrag. Nächstes Jahr müssen wir das Beste daraus machen. Das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern, ist noch nicht klar, dass es wirklich kommt. Also müssen wir alles geben, dass das jetzt über die Ziellinie kommt, dass wir die Legalisierung wirklich durchsetzen. Und zwar mit vernünftigen Details. Ja, geht ja nicht nur darum, jetzt, was weiß ich, irgendwelche Konzerne super teures Gras anbauen zu lassen, was in Apotheken verkauft wird für Erwachsene oder so, sondern der Preis muss stimmen, die Qualität muss stimmen, die Beratung muss stimmen, die Auswahl muss stimmen, die Packungsbeilage muss stimmen, ja. Und dann auch ganz viele wichtige andere Details, die gar nicht im Koalitionsvertrag drinstehen. Führerscheinthema, Amnestie für Ex-Cannabis-Gangster, die jetzt gar keine Gangster mehr sind, dann irgendwann nach dem neuen Gesetz Amnestie für Altfälle. Und die Führerscheinregelung natürlich, muss alles ran. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Ja, jetzt mehr denn je, ihr habt gesehen, da geht was. Es ist möglich, diese Cannabis-Legalisierung zu erreichen. Vor 2 Jahren hätten hier viele Kritiker gesagt, das wird niemals passieren mit der Legalisierung. Kann immer noch scheitern, ja, aber im Koalitionsvertrag steht es drin. Bombastisches Ergebnis. Wir haben es fast geschafft. Jetzt unterstützen, damit wir das wirklich hinkriegen. Auch die Landtagswahlen sind noch wichtig. Das ist zum Beispiel auch ein Projekt, wo wir dann Geld reinstecken werden mit dem Geld, was reinkommt. Der Bundesrat kann die Legalisierung immer noch aufhalten. Und wir müssen die Landtagswahlen beeinflussen, möglichst, was teuer ist, ja, wenn man Reichweite außerhalb der Bubble haben will, damit wir freien Weg im Bundesrat haben. Sonst wird es schwierig mit der Legalisierung. Die CDU kann das noch aufhalten. Und was wir vor allen Dingen vorhaben, ist eine große Konferenz, die wir schon ein paar Mal gemacht haben, 2017 und 2018, die Cannabis-Normalkonferenz. Aber diesmal ganz genau zugeschnitten auf dieses Thema, die Details der Legalisierung, der Regulierung des Marktes. Wir werden Eckpunkte vorlegen, was wir wichtig finden vom Handverband-Team hier und aber natürlich auch diskussionsbereit sein, hören, was die Szene sagt sozusagen. Und wir werden noch viel detaillierter reingehen, als unsere Eckpunkte erstmal so vorgeben. Wir werden einmal nur grobe Linien sagen, ja, Eigenanbau muss her und in welchem Umfang, grob, ja, aber es gibt 1000 Kleinigkeiten, die euch wichtig sind. Das zeichnet sich ab, sage ich mal, und ihr habt die Möglichkeit, dann mitzureden, eure Meinung zu sagen und auch das zu beeinflussen, was wir dann letztendlich im Bundestag vorbringen und versuchen durchzusetzen. Also Spenden, Fördermitglied werden und das Spendenbarometer auf handverband.de tagesaktuell beobachten, mitfiebern, dass wir dieses Ziel erreichen. Wie gesagt, die CDU kann im Bundesrat die Legalisierung noch verhindern. Und das verstehen erstmal viele nicht. Die CDU und CSU, die haben ja die Bundestagswahl grandios verloren, massive Verluste gehabt bei den Ergebnissen, rausgeflogen aus der Bundesregierung und trotzdem können die noch Legalisierung aufhalten. Das liegt eben daran, dass die CDU immer noch an den meisten Landesregierungen beteiligt ist und durch die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen auch legitimiert ist. Also ist jetzt nicht so, dass trotz demokratischem Ergebnis die CDU irgendwie durch Voodoo-Zauberei jetzt da noch da ist. Das hat schon seine Richtigkeit und liegt letztendlich daran, dass der Bundesrat da noch die Möglichkeit hat, unser zweites Parlament in Deutschland da so ein Veto einzulegen. Das liegt eben daran, dass unser System den Bundesländern sehr viel Mitspracherecht gibt. Also ne, ein föderales System, nicht Zentralregierung wie Frankreich zum Beispiel, ja, da regelt Paris fast alles alleine. Also, es ist tatsächlich dann so, dass die CDU jetzt da als lebende Tote nach dieser Bundestagswahl, wo sie im Prinzip komplett einen Dämpfer gekriegt haben, ja, immer noch dastehen und immer noch irgendwie weiter gegen die Legalisierung kämpfen. Also wir müssen die CDU überzeugen oder wir müssen sie loswerden. Ja, das sind schon mal 2 klare Strategien, die möglich sind. Überzeugen sollten wir alle zusammen weiter versuchen. Ich habe jetzt mehrere Debatten in kurzer Zeit zum Beispiel gehabt auf Einladung der Jungen Union von Kreisverbänden da, der Jungen Union, die für die Legalisierung sind mittlerweile, Berlin, Stuttgart, und dann eben gegen Abgeordnete diskutiert, die sich tatsächlich auch offen gezeigt haben. Ja, war jetzt nicht so, dass sie sagen, will ich nicht drüber reden, werden wir nie machen, sondern da gibt es schon durchaus Einzelne, die in die richtige Richtung laufen. Aber vor allen Dingen gibt es eben Nachrichten wie die hier. NRW, Innenminister kritisiert geplante Cannabis-Legalisierung. NRW, Innenminister Reul, die Cannabis-Legalisierung birgt die Gefahr von mehr Unfalltoten. Oder dieser
also der Reuel, ja, also das ist einer von diesen Untoten, die Legalisierung uns noch versauen können, der immer wieder gegen die Legalisierung anargumentiert, teilweise auch mit echt kruden Argumenten. Und Leute wie er sind eben immer noch die, die den Ton angeben in der CDU und eben nicht die ersten Nachdenklichen, die ich da wahrnehme. Entsprechend zum Beispiel auch NTV, Zitat, Kritik kam aus der Union. Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte in der Sendung Frühstart von RTL, ich glaube, wir haben echt andere Sorgen, ich brauche diesen Beschluss nicht. Ja, also auch der Chef quasi da in NRW der CDU hört auf seinen Reuel und ist nicht offen ansprechbar für Legalisierungsfragen. NRW hat nächstes Jahr Landtagswahlen. Also wenn die CDU bis dahin nicht gesagt hat, dass sie die Legalisierung befürwortet, ja, dann schießt ihr auf den Mond, räumt ihr aus dem Weg. Die Leute sind immer noch gefährlich für Hanffreunde. Geht auch so weiter. Markus Blume, CSU. Die Legalisierung von Cannabis ist ein gefährliches Experiment. Die Wirkung als Einstiegsdroge wird verharmlost. Auf Twitter. CSU ist ja für Bayern auch im Bundesrat und hat viele Stimmen da. NTV. Union wettert gegen Pläne. Cannabis-Legalisierung sorgt für Aufregung. Da kommt nochmal dieses Zitat von Blume. Und dann, weil alle gefragt haben, was macht die denn eigentlich? Die bisherige CSU-Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig warnte vor einem fatalen Dammbruch für die Drogen- und Suchtpolitik. Oder Neues Deutschland. Susanne Hoffmann, CDU. Cannabis, eine Gefahr für Jugendliche. Das ist die Brandenburger Justizministerin. Teil der Landesregierung in Brandenburg. Auch die Brandenburger Stimmen werden wir damit nicht kriegen im Bundesrat. Also macht euch bereit, die Untoten zu bekämpfen. Und es geht blutig weiter, ja, jedenfalls mit einem blutigen Framing einer ja, gar nicht so schlimmen Nachricht, sag ich mal. Es geht mal wieder um eine Umfrage von dem Institut Civey. Die machen das ja mit einem Online-Portal, also nicht klassisch mit Anrufen und so. Haben gefragt, ja, was halten Sie denn davon, dass die Legalisierung im Koalitionsvertrag ist? 43% für die Legalisierung, 43% dagegen, genau gleich ausgeglichen, ja. Ausgewogene Situation, würde ich ja sagen. Der Widerstand bröckelt. Aber die Überschrift, Augsburger Allgemeine zum Beispiel, für die ist das wohl gemacht worden. Diesmal die Umfrage. Cannabis-Legalisierung spaltet die Bevölkerung. Und das, diese Überschrift ging quer durch die Medienwelt. Ja, überall Cannabis-Legalisierung spaltet. Das ist ganz furchtbar. Und gerade jetzt ist natürlich Spaltung der Gesellschaft ein Riesenthema. Corona spaltet die Gesellschaft und die Maßnahmen, die wir haben, ja, was man auch immer davon hält, also Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften ist auf jeden Fall ein Drama, ja, ist auch ein Riesenthema. Und ja, auch ja, echt ernst zu nehmen, ja, kann man wirklich Angst vorhaben, ja, vor dieser Spaltung. Und dann kommen die an und betiteln auf einmal jetzt diese Umfrage zu Cannabis als Spaltung der Gesellschaft, vollkommen lächerlich, ganz schräges Framing. Die Legalisierung spaltet die Bevölkerung, das ist total bäh. Ja, das kann man gerade gar nicht schlimmer framen. Ja, die Legalisierung hat auf einmal dadurch allein schon wieder ein riesen Imageproblem, obwohl eigentlich die Nachricht dahinter überhaupt kein Ding ist. Okay, der CDU-Titel von uns hier war eben auch jetzt nicht wirklich super neutral, aber das erwartet ja vom Handverband auch keiner. Ja? Wir sind ja keine Tageszeitung. Die Frage, wie die Leute das fanden mit der Legalisierung im Koalitionsvertrag, wurde auch übrigens von ARD Deutschland Trend, der ARD, mitgefragt. Ergebnis dafür, 43 ebenfalls, ja genau gleiche, aber ein paar mehr dagegen mit 47. Die hatten also eine kleine, einfache Mehrheit gegen die Legalisierung, ohne zu sagen, dass das irgendwie spaltet oder so. Ja. Und bei unserer letzten Umfrage, wir machen ja jedes Jahr eine Infratest-DiMAP, hatten wir eine knappe, einfache Mehrheit für die Legalisierung. 49, 46 war es, glaube ich. Also jedenfalls schon mal sehr ausgewogen, das Ganze. Ja, ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, davon Spaltung zu sprechen. Ganz im Gegenteil, es gibt auf jeden Fall auch keine klare Mehrheit mehr für diese Ausgrenzung, Stigmatisierung, Diskriminierung von anders Konsumierenden. Und insofern würde ich ja sagen, die Legalisierung von Cannabis spaltet die Gesellschaft nicht, sondern sie kittet die Spalte in der Gesellschaft und bringt uns wieder einander näher.
Eine super schräge Story jetzt nochmal und sowieso immer böse, um im Halloween-Modus zu bleiben, die Taliban, ja, böse, auch irgendwie Halloween-mäßig. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern um eine unglaublich wirre, verrückte Nachricht, die da rumging, die die Taliban wohl zuerst gepostet haben oder getwittert, dass sie einen Vertrag mit einer Firma C-Farm hätten zum Bau einer Cannabisfabrik in Afghanistan für 450 Millionen Dollar. Also Riesending mit Hunderten von Mitarbeitern, die da arbeiten sollen und so und alle möglichen Produkte dann aus Hanf machen. Die haben ja jede Menge Hanf da in Afghanistan. Scheinbar eben auch so mit Wirkung, ja, nicht nur Kosmetik, was die da vorhatten. Und hat die ganze Welt darüber berichtet und Zeit und London Times waren die ersten, die dann diese Firma C-Farm gefunden haben in Australien. Die haben, oh, in Australien gibt es eine Firma C-Farm, ne, und haben dann einfach geschrieben, das ist die. Und das haben sie alle abgeschrieben, ja, super Recherchen. Und irgendwann hat mal einer angerufen da bei der Firma, einer von Forbes. Und die haben gesagt, ja, nee, wir haben da nichts mit zu tun. Die hatten schon eine Pressemitteilung gegeben, weil ihnen das natürlich auf den Keks ging und alle Leute sich bei ihnen beschwert haben. Wie könnt ihr mit den Taliban da Hasch machen und so? Und die machen wir gar nicht. Naja, obwohl die ganze Welt darüber berichtet hat. Und der hat dann von Forbes geschrieben, alles eine Ente, ja, das ist wahrscheinlich so, dass die Taliban sich da so eine Art Aprilscherz erlaubt haben mit den westlichen Medien und da sich jetzt kaputt lachen die ganze Zeit, dass alle das schreiben. Es gäbe ansonsten kein C-Farm außer denen in Australien, außer zwei kleine Apotheken irgendwo am einen und anderen Ende der Welt, die aber garantiert kein 450 Millionen Dollar Projekt da irgendwo nach Afghanistan reinhämmern. Und das Ganze wäre eh Quatsch. Ja? Wer würde schon mit den Taliban da irgendwas machen wollen jetzt gerade? Total absurd. Die würden ja sofort irgendwie Ärger mit den Amis kriegen und ne, allem Möglichen. Außer vielleicht die Russen und die Chinesen. Aber auch die werden keine 450 Millionen Haschfabrik nach Afghanistan ballern, weil die natürlich noch viel restriktiver drogenpolitisch unterwegs sind als die anderen genannten Länder. Ja, also alles irgendwie schräger Blödsinn. Und dann ein paar Tage später kommt ein Artikel in der Taz. Die finden C-Farm in Deutschland. Keine Ahnung, wieso der Kollege von Forbes da nicht in der Lage zu war. Es gibt eine C-Farm-Firma in Deutschland, genau gesagt Entwicklungsgesellschaft C-Farm International MBH ECI. Und dann steht auf der Seite, die machen Cannabis-Großprojekte und nennen unter anderem ein aktuelles Projekt in Afghanistan. Demnach, ne, aktueller Stand Taz ist, deutsche Firma C-Farm hat einen Deal mit den Taliban gemacht, eine riesen Haschfabrik da nach Afghanistan reinzubauen. Dann scrollt man auf der Seite nach unten, findet als Projektpartner neben irgendeiner Firma, die mit irgendwas mit Bong heißt, ja, Bong sowieso, und dann noch Prinz Karl Turn- und Taxis Management AG steht da als zweiter Projektpartner unten auf der Seite von C-Farm, um eine Haschfabrik in Afghanistan zu bauen. An der Stelle höre ich mal auf hier jetzt mit dieser total wirren, krassen Geschichte. Ja, könnt ihr jetzt mal weiter reimen, was jetzt dahinter steckt. Schreibt mir in die Kommentarspalten, wie ihr das interpretiert, ja, was ihr meint, was dahinter steckt. Die verrückteste, wirrste Story, die ich, glaube ich, jemals erzählt habe hier in den DHV News. Und zum Schluss nochmal weg von den ganzen Zombies und den blutigen Nachrichten, damit ihr gut schlafen könnt nachher, nach den DHV-News trotzdem, ja, und dann nicht irgendwelche Albträume habt. Auf der Mary Jane habe ich jemanden getroffen, also Hanfmesse hier vor kurzer Zeit in Berlin, den Paul Burger aus Österreich. Und der hatte ein Verfahren wegen eines halben Joints. Damit ist er erwischt worden vor ungefähr einem Jahr jetzt. Und hat keine Strafe dafür gekriegt, so ist wohl gerade so die Regelung in Österreich, da passiert erstmal nichts. Man ist auf Bewährung quasi, man muss da erst was bezahlen, wenn man nochmal erwischt wird innerhalb von 12 Monaten. Wenn nicht, dann halt keine Strafe. Aber man steht in den ganzen Polizeicomputern drin, als Drogenstraftäter und so, ne? Verkehrskontrolle, Theater, wisst ihr Bescheid, ne? Will man nicht haben. Deswegen hat er gesagt, so sehe ich nicht ein, dass ich da jetzt so ein Verfahren habe. Obwohl er gar nicht jetzt irgendwie Strafe bezahlen musste, hat gehört von unserer Richtervorlage vom Handverband, die wir ja angeboten haben, um zum Verfassungsgericht zu gehen und auch veröffentlicht haben, dass die jeder benutzen kann. Nur ist halt deutsches Recht und nicht österreichisches Recht. Dann hat er so einen Star-Anwalt irgendwie geholt, der schon mal so große gesellschaftliche Dinge durchgebracht hat vor dem obersten Gericht. Hat 13.000 Euro zusammengekratzt, um das ganze Verfahren durchzuziehen und unsere Vorlage anzupassen an österreichisches Recht.
und hat es eingebracht. Das nennt sich da eben Individualantrag und das Gericht heißt da Verfassungsgerichtshof. Aber ansonsten ist das ein ganz ähnlicher Vorgang wie wir hier mit unserer Richtervorlage. Und hier gibt es mal einen kleinen Interviewausschnitt mit Paul. Die Idee beginnt mit dem Jugendrichter Müller aus Deutschland, der gemeinsam mit dem Deutschen Handverband eine ähnliche Vorlage für Deutschland erarbeitet hat. Ich wusste von der Existenz dieser Vorlage. Ja, und dann noch gleich mal ein zweites Statement hinterher, warum er das Ganze eigentlich macht. Die zentrale Aussage des Antrags ist, dass ich der Meinung bin, dass es innerhalb meines Privatlebens und meines Rechts auf freie Lebensgestaltung genug Platz dafür gibt, Cannabis in geringen Mengen für mich anzubauen, zu besitzen und auch natürlich zu konsumieren, sofern Dritte dadurch nicht beeinflusst werden. Ja, das erinnert mich sehr an mich selbst von vor sehr vielen Jahren, als ich eine Selbstanzeige gemacht habe und das Verfahren bis zum Verfassungsgericht gebracht habe. 1996 ging das los, wo ich auch Geld eingesammelt habe für Anwälte und so, um dagegen vorzugehen, obwohl ich selber auch keine Strafe gekriegt habe damals, sondern nur eine Geldstrafe auf Bewährung. Eigentlich genau dasselbe Spiel. Sehr schön. Und wir werden gewinnen. Ja, aber auf jeden Fall, der Kollege in Österreich sitzt jetzt auch auf Schulden oder hat auf jeden Fall jede Menge Geld da reingetan. Wird vielleicht der Held der Legalisierung in Österreich werden, wenn das Gesetz, wenn das Gericht jetzt da gut entscheidet. Soll man natürlich nicht arm zurückbleiben bei der ganzen Sache. Ja, also es gibt einen Spendenaufruf, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt ihm ja mal was rüberwachsen lassen. Wir drücken die Daumen von hier aus, freuen uns, dass unsere Richtervorlage international geworden ist. Und wer weiß, vielleicht geht es ja sogar noch schneller in Österreich als bei uns. Wegen Paul Burger. In Deutschland ist die Sache übrigens auch noch aktuell. Wir bieten nach wie vor die Mustervorlage an und Leute, die wegen Cannabis vor Gericht sind, können nach wie vor die nutzen, in ihr Verfahren einbringen und im Zweifelsfall auch sich durchklagen bis zum Verfassungsgericht, wo ja sowieso auch schon mehrere Richtervorlagen liegen, unter anderem die von Richter Müller. Und das könnte natürlich auch noch sein, dass Karlsruhe jetzt schneller ist als die Ampel. Viele Wege führen zur Legalisierung. Die Frage ist, wer gewinnt das Rennen? Ja, das Verfassungsgericht oder der Bundestag? Und damit bin ich bei den Terminen. In Oldenburg trifft sich die DAV-Ortsgruppe am Sonntag, den 5. Dezember. Montag, 6. Dezember, Planungstreffen der Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg. Stuttgart trifft sich die Ortsgruppe am Dienstag, 7. Dezember. Gleiches Datum, die Gruppe in Braunschweig mit einem Online-Treffen. Ebenfalls Dienstag, 7. Dezember, Oldenburg Online-Treffen. Und 7. Dezember, Oldenburg, Online-Themenabend, eine halbe Stunde später, nach dem offenen Treffen, kommt der offene Themenabend. Und dann Oldenburg, ein Live-Treffen der DRV-Ortsgruppe am Freitag, den 10. Dezember. Und dann in Oldenburg am Samstag, den 11. Dezember, ein Infostand der DRV-Ortsgruppe in Oldenburg. Und am Sonntag, den 12. Dezember, ein Online-Treffen der Ortsgruppe in Regensburg. Und dann kommt noch Hamburg. Stammtisch der Ortsgruppe, Dienstag, 14. Dezember. Und das war's für heute. Liked dieses Video. Jetzt könnt ihr auch die ganzen schwarzen Klamotten wieder ausziehen und den Kanal abonnieren, die Glocke bimmeln lassen da und vor allen Dingen spenden, wie verrückt Mitglied werden, wenn ihr es noch nicht seid, beim Handverband da den Spenden-Counter sprengen auf der Handverbandseite. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.